Die politische Woche. Der Talk. Ich glaube, dann verlassen wir die Widerspruchslösung bei der Organspende und gehen bereits zu unserem Finale von heute. Und da haben wir wieder eine Publikumsfrage bekommen und die wirst du uns, Karin, präsentieren. Ja, wir haben einen Zuschauer aus der Region Wiel, der uns die Frage geschickt hat und er schreibt: Die einen sehen im Mobilfunkstandard 5G die Zukunft, die anderen haben Angst davor. Wie soll ich mich als technisch nicht versierter Handynutzer in dieser Situation verhalten? Ja, was denkt er zu dem? 5G, Zukunft, positiv oder Gefahren? Ja. Also für mich ist klar, dass der 5G kommt und auch kommen muss. Wenn wir einfach sehen, was für eine Technologie oder wie sich Technologie entwickelt hat, wenn wir sehen, was heute alles mit Daten läuft und das muss irgendwie funktionieren. Und darum ist das 5G sicher die richtige Technologie dazu. Das ist ja 20.000 Mal schneller als beispielsweise noch das 2G, das jetzt dann Ende 2020 definitiv abgelöst wird. Für uns wird sicherlich nicht mehr das Telefon auf 2G läuft. Aber dass doch da gewisse Bedenken rum sind, habe ich Verständnis. Oder? Und es ist ja die Frage, wo ich die Antennen platzieren kann. Aber man hat jetzt auch schon eine Lösung gefunden, dass man da auf tieferen Frequenzen für mit mehr Antennen. Und darum glaube ich auch, die Schädlichkeit ist nicht mehr als da, wo wir heute haben. Ja, ich glaube, die Frage, so wie sie gestellt ist, fasst eigentlich so die öffentliche Diskussion sehr gut zusammen. Oder? Mir ist noch nicht so klar, ja, was bedeutet denn das 5G? Was heisst das gesundheitlich? Wie weit sind wir überhaupt schon? Es geht hier im Kanton St. Gallen, stehen die Antennen schon, stehen die Antennen nicht? Wir als Politiker haben uns vielleicht mit dem Thema ein bisschen befasst, aber ich glaube, in der Öffentlichkeit ist das noch nicht so dermaßen angekommen, was wirklich eine Sache ist. Und ich glaube, unabhängig davon, oder, wir haben da noch sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Aber für mich ist auch klar, oder, dass der Standard sich wird etablieren und dass man vielleicht jetzt auch gerade die Position, die wir haben, heute, wir sind sehr weit schon in der Schweiz mit 5G. Und dass man da auch alles da setzen sollte, die Position oder die Marktführerschaft nicht zu verlieren, weil das wäre schade für unsere Wirtschaft. Aber, nochmal gesagt, eben, wir müssen die Bevölkerung wirklich auch mitnehmen und aufklären, weil sonst haben wir ein Problem. Das weißt du, Michi, oder? Wenn bei dir mal eine Antenne kommt, dann wird es wahrscheinlich Einsprachen hageln, wenn die Leute nicht wissen, um was geht es tatsächlich. Aber das ist genau der Punkt, finde ich, wo ganz wichtig ist, dass die Leute informiert werden und dass die Leute eben auch wissen, dass wir heute in der Schweiz 10-mal unter dem Grenzwert von der EU sind. Also da muss man bewusst werden. Und ich habe extra noch nachgeschaut, wir sind sogar 10-fach unter dem Wert von der Empfehlung vom WHO. Also da ist ja schon eigentlich die Leute, die sich beklagen und sagen, das ist ungefährlich und wir dürfen da nicht in die Richtung gehen. Ich glaube, da muss man die Zahlen anschauen. Dann darf niemand mehr irgendwo in die Ferien gehen, dann darf niemand mehr über Grenzen zum Posten gehen, wenn man dann noch viel mehr Strahlung erfährt. Und wir müssen darum, weil wir so tiefere Grenzwerte haben, auch viel mehr Antennen aufstellen. Und ich glaube, es hat schon einen Zusammenhang, wenn ich die Antennen sehe und das visuell das Gegenüber habe von mir, dass ich dann vielleicht eben auch mehr in das in interpretieren tue, wenn ich dann irgendwelche Beschwerden habe. Ich denke durchaus, es kann sein, dass es Leute gibt, die sensibel sind, was das angeht. Aber grundsätzlich, glaube ich, dürfen wir da die Fakten nicht übersehen, dass wir wirklich von den Grenzwerten deutlich tiefer sind als zum Beispiel bei der ganzen EU. Das ist definitiv so. Und was für mich ganz wichtig ist, ist, wir wollen ja überall moderner werden. Die Digitalisierung macht grosse Schritte voran. Wir wollen selbstfahrende Autos. Aber alle, die selbstfahrendes Auto wollen und das als Zukunft anschauen, gehören ja dazu. Die können ja gar nicht Nein sagen. Also ich glaube, wir würden niemand mit dem selbstfahrenden Auto irgendwo sein und dann ist irgendwo Sense, weil ich einfach keinen Empfang mehr habe. Und für das brauche ich einfach ein funktionierendes Netz. Und darum habe ich riesen Mühe, wenn man solche Sachen, bevor es eigentlich wirklich eben fertig diskutiert sind, verbieten würde. Klar hat es Argumente mit den gesundheitlichen Aspekten, aber du hast es vorhin gesagt, die Werte, die andere Länder haben, und zwar nicht irgendwo, sondern die Länder unmittelbar um uns herum. Und wenn man da ein Technologieverbot macht, dann ist das für mich einfach fatal in der heutigen Zeit. Oder? Und darum muss die Entwicklung weitergehen und 5G gehört da wahrscheinlich in den Bereich von dieser weiteren Entwicklung. Ja, ich glaube einfach, dass wir als Schweiz nicht so gut positioniert sind, wie wir immer meinen, was Mobilfunktechnologie anbelangt und was Digitalisierung anbelangt. Ich meine, ich fahre jeden Tag grundsätzlich von uns nach auf St. Gallen. Ich suche da meine Verbindung vergebens irgendwo im Natel. Arbeiten ist unmöglich und bin letzte Woche gerade in Portugal gewesen. Dort hatte ich ein wunderbares Wireless-LAN im Zug. Also ich glaube, da müssen wir wirklich vom hohen Ross runterkommen und sagen, wir müssen da arbeiten, dass wir da einen Schritt halten mit anderen Ländern. Ja. Und ich glaube, es ist zentral für uns, für unsere Wirtschaft auch, dass wir da uns gut aufstellen, auch von der Infrastruktur her, damit wir da auch mithalten in Zukunft. Gut, ich hoffe, dass wir die Zuschauerfragen können ein Stück weit klären oder mindestens mal unsere Ansicht dazu zum Besten geben.
Und somit kommen wir auch bereits zum Abschluss der heutigen Sendung. Jeden Sonntag um 20.30 Uhr live auf Facebook.